Familienbeihilfe gleicht die Inflationsentwicklung der letzten Jahre nicht ab. Und das glaube ich gern. Deswegen muss man das auch im Paket sehen. Und gerade auch aus diesem Grund wollen wir nicht, dass Kindergartenpreise Eltern davon abhalten, ihre Kinder in den Kindergarten zu schicken. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist mir zu sagen, dass die Kindergartenpädagogik deutlich aufgewertet gehört in Österreich. Ja? Ich sehe nicht ein, dass Kindergartenpädagoginnen, denke ich, in der Regel bedeutend weniger verdienen als ein Müllarbeiter zum Beispiel. Auch diese Tätigkeit ist eine gute und ehrenwerte. Aber sicher ist die genauso hochwertig im Kindergarten wie das andere. Und im Grunde genommen haben wir eine verkehrte Welt hier, dass AHS-Professoren in der oberen Stufe, also für die 15- bis 18-Jährigen, gründlicher ausgebildet werden, eine breitere Ausbildung haben, fachlich, als die Kindergartenpädagoginnen. Genau umgekehrt sollte es von der Wertigkeit her sein. Der Unterschied zu Ihrem Konzept ist, die SPÖ möchte das vorschulische Bildungsjahr haben, das Vormittag verpflichtend ist und nachmittags optional und beides gratis ist. Das betrifft aber nur das letzte Kindergartenjahr oder wie immer man es jetzt nennt. Und jetzt könnte ich Sie fragen, warum wollen Sie, dass man vom dritten oder zweiten bis zum fünften Kindergartenjahr bezahlen muss? Das kostet nämlich in Wien zum Beispiel bis zu 300 Euro und mehr pro Monat. Hingegen wollen Sie aber gleichzeitig die Studiengebühren abschaffen. Die machen pro Semester 363 Euro aus. Und da kann man sich fragen, ob da irgendwas... Das kann ich Ihnen sagen. Das letzte Kindergartenjahr, und da gibt es ja auch mittlerweile eine Grundsatzeinigung, also um auch das Positive dieser Regierung auch in diesen Monaten gibt's sagen das? Zu können. Ja, das gibt es zum Beispiel. Hier gibt es eine Grundsatzeinigung und die Bundesländer, die ja dann verantwortlich sind in der Umsetzung und daher natürlich die Kostenaufteilung hier noch regeln wollen, haben ja gesagt, sie sind auch dafür, das ist immerhin neu, das ist erst in den letzten paar Wochen gelungen, sich für dieses Kindergartenjahr im letzten Jahr auszusprechen. Jetzt muss man sagen, jetzt sind ja die Rollen direkt verdreht. Jetzt erzähle ich Ihnen, dass es natürlich sozial treffsicher ist. Ich habe eine 5-jährige Tochter, dass ich beim Kindergarten in Wien, der hervorragende Qualität liefert, der im Unterschied zu manch anderen Gebieten flächendeckend angeboten wird, in nahezu allen Altersgruppen, auch über das Jahr gesehen ein tolles Angebot darstellt, dass ich ein bisschen einen Beitrag dafür leiste. Jetzt verstehe ich nicht ganz, Herr van der Bellen, Sie haben zuerst von der Treffsicherheit gesprochen. Also was ist daran so falsch, wenn die Wiener sagen, 40% der Leute zahlen im Kindergarten nichts, weil sie kleinere Einkommen haben und ich zahle was im Kindergarten. Ich weiß schon, wenn sich's die Wiener leisten können oder wenn sich's in anderen Bundesländern die leisten können, es haben zum Beispiel die Steirer jetzt eine Aktion gesetzt, dann macht man es ja eh gratis. Niederösterreich dann ist gibt ja das. Aber das ist immer auch eine Frage, wie viele man hat und bis zu welcher Uhrzeit. Gut. Weil ich möchte Ihnen da ein Beispiel aus Oberösterreich sagen. Sie verzeihen mir das, weil Sie da in der Regierung sind. Besonders schwach, nämlich 0 bis 3 Jahre. Das Angebot in Österreich insgesamt ist nur 12%. Das ist ja schon wenig. Da wäre ja schon viel zu tun. Da brauchen wir ja noch nicht über gratis reden. Da wären ja die berufstätigen Frauen schon sehr froh und auch die Männer übrigens, die da mit betroffen sind, sehr froh, wenn es überhaupt ein Angebot gäbe. Also, aber in Oberösterreich sind es nur 6%. Also unter grüner Beteiligung hätten wir schon wieder eine gemeinsame Aufgabe, zu sagen, schaffen wir doch ein flächendeckendes Angebot und schaffen wir es möglichst gratis und dort, wo es nicht gratis ist, soll der was zahlen, der ein bisschen einen Beitrag dazu. Sie scheinen direkt von Herrn van der Bellen zu werben. Ja, ich habe mir werben in Oberösterreich zum Beispiel mit mir gemeinsam sich durchzusetzen. Zunächst einmal, Herr Faymann, ich vermeide es, wenn es irgendwie geht, Sie für die Fehler der ÖVP in der Bundesregierung zu verantwortlich zu machen. In Oberösterreich sind Sie in der Landesregierung als Grüne. Und in Oberösterreich sind wir in der Landesregierung als Grüne, aber meines Wissens absolut nicht für die Kindergärten zuständig. Also Sie sind in der Regierung nur für bestimmte Bereiche zuständig. Ich werde Sie dann erinnern, wenn Sie vielleicht über diese Regierung sprechen. Gut. Gerne. Ich habe auch kurz... Wo Herr Faymann aber recht hat, ist, dass das Angebot natürlich mindestens so wichtig ist wie der Preis. Das ist vollkommen richtig. Die Qualität des Angebots und das Angebot schlechthin. Und wenn wir in Österreich feststellen müssen, dass beispielsweise im Sommer, ist vielleicht in Wien eh noch relativ am besten, ja, im Sommer sehr viele Kindergärten schließen und die Eltern von den Eltern vorausgesetzt wird, dass die gerade zu dieser Zeit nämlich beide Urlaub machen können, entsprechend mit ihren Kindern zusammen sind. Ja, da ist wahnsinnig viel zu tun. Ist gar Herr Professor, Frage. Kennen Sie die Vergleichszahl Wien-Oberösterreich? 73,7% haben 50 oder 52 Wochen pro Jahr geöffnet in Wien und in Oberösterreich
3,2%. Sehen Sie, welcher Aufholbedarf hier gemeinsam ist. Wir können dann gerne die Energiepolitik in Oberösterreich vergleichen mit denen Sozialdemokraten. Ich bin dafür, dass wir uns immer an den Besten das Beispiel nehmen. Wir reden auch gleich ein bisschen über Energie, aber ich möchte Ihnen vorher noch was zeigen, weil ich auch kurz das Wort Studiengebühren in den Mund genommen habe. Und da waren ja die Befürchtungen aus Ihrer beiden Parteien gegen die Einführung der Studiengebühren gesagt, da werden weniger Leute studieren, weil sich viele das nicht leisten können. Und wir haben uns jetzt die Zahlen angeschaut, wie das ausschaut. Sie sehen sie hier an unserer großen Videowand im Studio auch eingeblendet. Und wir sehen, dass es im Jahr 2000 240.000 Studierende gegeben hat in Österreich und im Jahr 2008 249.000 Studierende. Dazu sagt uns das Ministerium, gibt es sehr viel weniger Bummelstudenten, sehr viel mehr Stipendien. Was war also die große Katastrophe mit den Studiengebühren und ist deren Abschaffung mehr ein politisches Symbol, frage ich Sie jetzt. Frau Dönner, dass Familien, in vielen Familien sich schwer haben, diese Studiengebühren für die Studenten zu zahlen und dass Sie zuerst davon gesprochen haben, dass Ihnen viele Mails schicken, die sagen, das gilt ja alles die Teuerung nicht ab, das gilt ja erst recht auch für solche besonderen Ausgaben. Und das Zweite ist, Van der Bellen hat bei der Einleitung an Kreisky erinnert und an die Zeit der 70er Jahre. Da hat man auch gesagt, ist es notwendig, dass die Schulbücher gratis sind? Soll man die Schülerfreifahrt machen? Soll der freie Zugang zur Bildung gewährleistet sein? Und wir sagen, so wie damals für die Schule, soll auch der Zugang zur Universität frei sein. Bin ich Ihrer Meinung, Frau Thurnherr, aber diese Zahl, die Steigerung von 240 auf 249.000 Studierende, wenn das stimmt, das ist nur wirklich ein bescheidener Erfolg. Wir brauchen viel mehr, Universitätsabsolventen, viel mehr akademisch gebildete Personen, wenn wir den Einstieg in die sogenannte Wissensgesellschaft erfolgreich bewältigen wollen. Und da ist es schon etwas mehr als eine symbolische Frage, ob wir Studiengebühren haben oder nicht. Aber eines ist richtig, ich habe da nie von Katastrophe gesprochen, sondern die Finanzierung der Universitäten, das ist das Kernproblem. Und wir wollen um die Hälfte mehr Studierende innerhalb eines überschaubaren Zeitraums und wir wollen dafür auch entsprechend Geld in die Hand nehmen. Nächstes Thema. Es ist ja interessant, Herr Faymann, dass in Ihrem Anti-Inflations-, Anti-Teuerungspaket witzigerweise eigentlich kein einziges Thema und kein Wort aus Ihrem eigenen ursprünglichen Ressort vorkommt, dass da ist Verkehr und Infrastruktur. Aber da haben sich die Grünen ganz Großes vorgenommen und haben vorgeschlagen, eine flächendeckende Lkw-Maut und die Erträge daraus, da sagen Sie, das sind 420 Millionen Euro Mehreinnahmen, öffentliche Verkehrsmittel zum Nulltarif für Schüler, Studenten und Lehrlinge und was bei ganz vielen für einen Aufschrei gesorgt hat, einen Stopp des Ausbaus von Straßen. Wie soll denn das gehen? Frau Thurnherr, der Hintergrund auch dieser Maßnahmen ist etwas, was sich weltweit in einem Tempo abspielen wird, wo anscheinend ein großer Teil der österreichischen Politik nicht begriffen hat, um was es geht. Das ist nämlich die Vorsorge und der Schutz vor dem Klimawandel. Und da gehört die Verkehrspolitik selbstverständlich dazu. Und wenn wir hier nicht schleunigst Maßnahmen ergreifen, nicht nur im Verkehr, sondern in der Wärmedämmung, in der Sanierung alter Häuser, in der Schaffung von Raumwärme ohne zu heizen, sage ich jetzt einmal ganz platt, und in der Stromerzeugung einerseits durch eine Effizienzrevolution, das heißt gleicher Komfort bei weniger Stromeinsatz und andererseits durch erneuerbare Energieträger in diesem Bereich, dafür sorgen, auszusteigen aus Öl und Gas, auch in der Stromproduktion und den Verkehr dann nicht vergessen, dann kann es Österreich schaffen, auf diesen neuen Märkten nicht nur Europameister, sondern zu den Top 10 der Welt zu gehören. Aber da muss man schleunigst die Tür aufmachen, bevor sie wieder zugeht. Und die Deutschen, die Chinesen, die Inder sind da weitaus aktiver als leider die österreichische Bundesregierung in den vergangenen Jahren. Und in diesem großen Konzept, Herr, da spielt auch natürlich die Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs eine Rolle. Weil dass Mobilität ein Grundbedürfnis ist in unserer Gesellschaft, das steht ja außer Frage. Herr Van der Bellen, so wie Sie es jetzt formuliert haben, klingt es ja ganz anders. Auch ich bin dafür,
dass zum Beispiel die Autoindustrie, die Technologie, die Forschung in Österreich, darf man gar nicht unterschätzen, wie viel in der Forschung gerade neuer Motoren, neuer Treibstoffe, Neues in der Autoindustrie von Österreich ausgeht. Oder wie viel auch bei alternativen erneuerbaren Energie, Solarenergien von Österreich ausgeht, von österreichischen Betrieben. Aber von österreichischen Firmen, aber ohne Unterstützung der österreichischen Energiepolitik. Die Forschungsquote, darf ich sagen, dafür war ich mit zuständig. Als